Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch King von Kollega in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zu Vinyl, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. King von Kollega, das Ganze aus dem Jahr 2014. Wir haben hier mal wieder eine Vinyl aus dem Bereich Deutschrap. Die Box zu diesem Album, zu King, habe ich euch ja bereits vorgestellt und jetzt, heute, ist es endlich an der Zeit für die Vinyl. Jawohl, bevor wir das Ganze aus der Folie holen, haben wir hier oben noch einen Sticker und zwar lesen wir hier Kollega King limitierte 2 LP inklusive goldener Vinyle und Download Voucher für das gesamte Album. Vinyle. Okay, ich sage, glaube ich, eigentlich immer Vinyls, aber eventuell geht ja beides, Vinyls und Vinyle. Vinyle, muss ich ehrlich sagen, klingt etwas merkwürdig, aber egal. Darum sollte es nicht gehen. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen. Wir schneiden hier unten ein. So, wunderbar. Dann können wir hier die Folie abnehmen. Und jetzt verlieren wir auch den eben gezeigten Sticker. Jawohl. Gut. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier den Interpreten in Nahaufnahme. Das Gesicht von Kollega hier erkennbar. Hier gibt es ja noch seinen Handrücken. Sieht so aus. Ja, oh ja, der Handrücken ist das. Und darunter lesen wir dann Kollega King. Oben rechts haben wir noch das Logo des Labels Selfmade Records. Auf der Seite lesen wir hier in Gold Kollega King. Dann haben wir da oben noch die Katalognummer von Selfmade Records. Und auf der Rückseite sieht das Ganze so aus. Auch hier wieder eine Aufnahme von Kollega in Schwarz-Weiß. Und dann haben wir hier die Tracklist. 20 Stück an der Zahl. Verteilt auf A, B, C und D Seite. Und wir haben Features von Farid Bang, Favorite, Casper, Game und Genetik. Also auch Ami Rap hier mit einem Feature vertreten. The Game, ehemals The Game, danach dann nur noch Game. Und dann haben wir hier noch die Beteiligten und einen Barcode. Gut, dann schauen wir mal ins Innenleben. Das Ganze ist ein Gatefold hier zum Aufklappen. Wir haben hier mittig auch wieder Kollega abgebildet in einem Hemd. Sieht auf jeden Fall mächtig aus hier, diese Schwarz-Weiß-Aufnahme. Und auf der linken Seite haben wir dann nochmals die Tracklist mit den genauen Infos. Also wer hat hier geschrieben, wer hat hier produziert, plus natürlich die weiteren Credits zum Album. Eine Danksagung des Labels und dann haben wir hier noch die weiteren Beteiligten, die weiteren Credits. Also alles hier vom Artwork her in Schwarz-Weiß und Gold gehalten. Dann kommen wir zur ersten Tasche, zum ersten Inhalt hier dieser Doppelvinyl. So, wir haben hier einmal eine Hülle und ich glaube, jawohl, hier ist noch mehr drin. Gut. Und dann haben wir auch noch die zweite Tasche. Hier ist dann ebenfalls wieder eine Vinyl drinnen und sonst nichts weiter. Okay, also Doppelvinyl, das sieht man auf jeden Fall. Und wir haben das Ganze auch noch in schönen Papierhüllen eingepackt. Die sind ja oftmals dann einfach nur weiß. In diesem Fall hat man die hier speziell gestaltet, denn wir haben hier tatsächlich für jeden einzelnen Track die kompletten Lyrics. Und das sieht man einfach mal, dass Kollega nicht spart an Worten. Also was hier für Parts stehen, das ist echt heftig. Die ersten 7 hier. Dann geht es hier weiter. Und wir haben hier dann insgesamt 15 Tracks auf der ersten Vinyl hier aufgedruckt. Die Vinyl an sich sieht dann wie folgt aus. Jawohl, so stelle ich mir das vor, in Gold. Wir haben hier in der Mitte
dann A-Seite stehen, dann die ersten sechs Tracks, die sich hier auf dieser A-Seite befinden. Und auf der Rückseite haben wir dann die B-Seite mit weiteren sechs Tracks, also 12 hier auf der ersten Vinyl, die in Gold kommt. Wunderbar. Also kein klassisches Schwarz, wie man es meistens bei Vinyls vorfindet, sondern hier wirklich in Gold eingefärbt. Dann haben wir die nächste Vinyl, das ist diese hier. Kommt auch wieder in der Papierhülle. Auf der einen Seite haben wir hier ein Bild von Kollega wieder in Schwarz-Weiß. Und auf der zweiten Seite haben wir dann die restlichen Tracks, also die Tracks 16 bis 20. Auch hier wieder die kompletten Lyrics erfasst. Und dann können wir auch hier mal die Vinyl rausholen und natürlich ist auch die wieder in Gold. Das ist dann die C-Seite mit vier Tracks. Und dann haben wir noch die D-Seite auch wieder mit vier Tracks. Jawohl. Damit aber nicht genug. Wir haben nicht nur diese Doppelvinyl, die hier in Gold eingefärbt ist, sondern wir haben auch noch Downloadcodes, wenn ich das richtig gesehen habe. Und was mich jetzt etwas verwundert, ist, dass wir das Ganze hier zweimal vorfinden. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, ob das so gewollt ist. Also meines Wissens sollte nur eine dieser Kärtchen hier beiliegen. Ich hoffe mal, dass ich die jetzt niemandem anderen weggenommen habe und irgendeine Vinyl dann komplett ohne kommt. Aber, um euch das mal kurz zu zeigen, wir haben auf der Rückseite, haben wir hier Kollega King. Dann haben wir einen Code, den ich in diesem Fall jetzt verdecke. Und dann lesen wir hier, besuche umusic.me, gibt einen Gutscheincode ein, das Album befindet sich in einem Warenkorb, geht zur Kasse und so weiter und so weiter. Also eine detaillierte Anleitung, wie man zu seinem digitalen Album-Download kommt. Und ich kann euch sagen, auf diesen beiden Zettelchen hier habe ich zwei verschiedene Codes. Also, das ist nur am Rande. Also zwei Download-Codes, da sage ich nicht nein. Vielen Dank dafür. Gut. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet. Einmal die eben gezeigten Download-Codes. Wie gesagt, regulär sollte da einer drin sein. Ich war so glücklich und habe zwei. Dann haben wir die Vinyls. Vinyl Nummer 1, Vinyl Nummer 2, die ja in Gold eingefärbt sind und in diesen Hüllen mit den kompletten Lyrics drauf sind. Und das Ganze kommt in dieser wunderbaren Vinyl-Verpackung, in dieser Gatefold-Verpackung. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Kollega unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.